Ja, also die Inka ist eigentlich eine sehr kurzlebige Kultur. Also die ersten Spuren von Inka finden sich so um 1200 im Tal von Cusco, also die Hauptstadt, die spätere Inka-Hauptstadt ist Cusco. Und sie haben innerhalb von 80 Jahren ein Reich erobert, was 5000 Kilometer umfasste, von Nord nach Süd, entlang der Andenkette des Pazifischen Ozeans. Und dieses Reich war größer als das Römische Reich, also ein ungeheures Reich, was durchzogen war mit Straßen. Also wir haben 40.000 Kilometer Straßen waren dort gebaut. Aber es ist trotzdem ein Volk, und das mag uns erstaunen als Europäer, ohne Schriftsystem und ohne Rat. Sicherlich, sage ich mal, als sehr wichtige Grundlage, um das Reich zusammenzuhalten, war eine totale Kontrolle des Reiches. Also es gab Bevölkerungszensen, die wirklich bis zu jedem Dorf für die Bevölkerung verzeichnet haben. Es gab eine sehr starke Redistribution, dadurch, dass der Herrscher ein Drittel der Güter bekam, die die Bauern zum Beispiel herstellten, war er in der Lage, auch in Dürrezeiten, in Trockenzeiten, auch den Bauern wiederum Nahrungsmittel zur Verfügung zu stellen, Saatgut zur Verfügung zu stellen. Dadurch haben die Inka als erste amerikanische Kultur auch den Hunger besiegt. Es lohnt sich auf jeden Fall, hierher zu kommen, um ein paar Dinge zu sehen, die einzigartig sind. Zum einen sicherlich die Textilien. Ich weiß, dass wir Europäer jetzt nicht so unbedingt unser Augenmerk auf Textilien richten, aber das ist im Andenraum das Kostbarste, was diese Leute gehabt haben. Kostbarer als Gold. Wir haben eine Chronik der Spanier, die zum Beispiel besagt, dass als die Spanier kamen, haben die Inka nicht das Gold versteckt, sondern die Textilien verbrannt. Das sollte nicht in die Hände der Eroberer fallen. Also feinste Alpaka-Textilien mit Farben, die immer noch so leuchtend sind wie neu, das sollte man auf jeden Fall nicht verpassen. Das wird man nie wieder wahrscheinlich in dieser Zusammenstellung wiedersehen. Ansonsten gibt es natürlich sehr viele Ritualgegenstände, die es überdauert haben, wie Mörser zum Beispiel, wunderbare Steinarbeiten oder die sogenannten Pachas. Das sind Trankopfergefäße, wo man Chicha, das Maisbier, eingefüllt hat und es dann unten herausfloss, vielleicht in die Mutter Erde zur Pachamama. Ja. Es
gibt wunderbare Textilien, auch in der Kolonialzeit, die mir besonders am Herzen liegen, wo wir diese Mischung haben zwischen Inka und Barock, ja, die also eine ganz neue Richtung eingenommen hat. Ja. Es gibt Schmuck aus Spondylusmuscheln, es gibt wunderschöne Keramiken. Und zu bestaunen auch, dass die Inka wirklich mit Geometrie sehr viel gemacht haben. Also ihr Hauptstil ist geometrisch und sind sogenannte Vierecke, die wir Tokakus nennen, mit geometrischen Formen, vielleicht auch eine Schrift, ein Code, den wir nicht lesen können, genauso wenig wie die Kipus, die Knotenschnüren, mit denen wir wenig anfangen können, außer ein Zahlensystem. Wir wissen, es ist ein Dezimalsystem, aber welche Zahl von was, wissen wir nicht. Eigentlich so, dass das Wort Untergang eigentlich nicht so ganz richtig ist. Das zeigen wir hier auch in der Ausstellung. Für uns ist es wichtig, dass durch die Ankunft der Spanier natürlich sich sehr viel geändert hat, aber dass die Inka durchaus auch weiterhin politische Macht und gesellschaftliche Macht auch noch innehatten und in der Kolonialzeit eine Mischung eigentlich zwischen Inka und Europa entstanden ist. Also es ist nicht zu Ende mit den Inka durch die Eroberung. Die Inka brauchten keine Medizin für den Anbau von Nahrungspflanzen. Sie haben biologisch angebaut.